Welcome back, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part von Yu-Gi-Oh! Duel Links. Und wir öffnen ein weiteres Booster-Pack, wie im letzten Part versprochen. Und damit herzlich willkommen zurück auf dem Zweitkanal Gameboy. Ich bin Gameboy oder Sefi oder Nico, wie auch immer ihr mich nennen wollt. Longschlong Johnson ist auf jeden Fall mein neu preferter Name. Freunde, wir haben 10 Packs und hoffen, dass wir jetzt endlich mal diese Drecks-Nixon-Rüstung-Karte bekommen, damit ich vielleicht in 5 Jahren das Nixon-Rüstungs-Deck-Theme euch präsentieren kann. Maybe. Aber nur fucking maybe, meine Freunde. So, wir haben einen flinken Manta. Das ist schon mal sehr interessant. Einen weißen Stachelrochen und eine Ronin-Kröte. Aha. Dann haben wir ein außerirdisches Kind. Ein Reptil. Das ist ein Reptil. Oh, okay, interesting. Nochmal einen weißen Stachelrochen und eine Code A, antike Ruinen. Außerirdisch Monster. Es gibt ein Außerirdisch. Das wusste ich gar nicht. Ich habe mir die Karten gar nicht so genau angeguckt. Kann aber nicht allzu krass sein, weil ich noch nicht davon gehört habe. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu krass aus dem Game gerade. Ein Empfängermonster. Ein Vierer-Empfängermonster, königlicher Sumpfaal. Falls diese Karte als Synchro-Material benutzt wird, müssen alle Synchro-Materialmonster den Typ Fisch haben. Oh, okay, das ist ein negativer Effekt, to be honest. Ja. Das ist echt nicht gut, aber okay. So, was ist hier drin? Ein Nein-Pinguin. Lol, was ist das für ein lustiges Design? Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, wenn ein Effekt des Pinguin-Monsters aktiviert wird, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung für deinen Friedhof. Du kannst den Effekt von Nein-Pinguin nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls die Karte durch einen Effekt der Pinguin-Karte von deinem Spielfeld auf die Hand zurückgegeben würde, verbanne sie stattdessen. Okay. Nein-Pinguin, Alter. Christron Smiger. 1800 für 3 Sterne. Okay, Maschine. Alter, was sind das für Christron-Monster? Die scheinen ganz cool zu sein. DD-Fremdenführer, Edelsteinritter, Aquaman. Lapisdrache, Untergrund, Stage-Diver und nochmal eine Ruine. Abyss-Schuppe, Edelsteinritter, Saphir und Aquaman. DD-Fremdenführer, Fischborg-Arzt, Poseidra, der Atlantische Drache und Nixon-Rüstung. Winziger Pinguin. Oh, die sind schon cute. Ey, die Pinguine sind schon cute. Gibt's ein bekanntes Deck da? Oh, Fisch. Heißt die Karte Oh Snap? Heißt die Karte auf Englisch Oh Snap? Das würde mich jetzt echt interessieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie. Oh, weil dann würde ein Wortwitz ein bisschen verloren gehen. Aber okay. Ja, gibt's ein cooles Pinguin-Deck? Das würde ich gerne sehen. Tauschkröte. Und Abyss-Gundel. So, okay. Das war die Box. Genau. Warte mal, bestätige. Oh, das ist so ein Ding. Oh, okay. Jetzt, okay. Okay, okay. Es gibt alle 5 Neumonde mal wieder die Gelegenheit, das Pack zu resetten. Ne? Also, wenn man sich Packs kauft für irgendwie 3 Euro, dann bekommt man 10 Booster und man kann die resetten, wenn einem der Inhalt nicht gefällt und wir haben eine SR gezogen und sonst gar nichts. Wir können das hier jetzt resetten und könnten die Chance nochmal haben auf Ultra Rares. Na? Guck mal. Ein Bolzenpinguin. Der Christron-Zugang und ein Rosenix. Machst du nix, Rose nix. So, nochmal so ein Ding. Flinker Sonnenbarsch. Heißen die wirklich so? Das ist Marmolida, ne? Ist das wirklich ein Monster? Ein Tier in der echten Welt? Kaiserpinguin, Potenzial und stachliger Gillmann. So, Küstenritter. Also wir können natürlich auch schlechtere Karten ziehen, ne? Als beim ersten Mal, ne? Das ist auch completely possible. Aber um ehrlich zu sein, hatten wir bisher echt nur Müll und naja, es wird schwierig sein, das zu toppen oder zu unterbieten. So, ist das ein Dingensmonster? Das sieht aus nach
Fuck, wie heißt es? Oh Gott, wie hieß denn die? Wie hieß das Deck-Type, Alter? Ihr wisst, was ich meine, oder? Mit dem Maximus und so, ne? Das sieht genauso aus, als wäre es ein Monster von da. Stufe 5 oder so kontrolliert, Synchrobeschwörung, Material, annullieren. Okay, es hat nichts mit diesem Deck zu tun, aber es ist vom Design her, es ist 1:1. Okay, legendärer atlantischer Tridion. Oh, Albtraumpinguin, und da haben wir schon die SR-Karte draußen, also kann es jetzt nur besser werden. DD-Fremdenführer, nochmal so ein Riese und Ronin-Kröte. Eisbarriere, Abyss-Hohn und nochmal eine Ronin-Kröte. Oh, und da ist eine Ultra-Rare drin. Und welche ist es? Bah! Oh, okay, es ist keine Ultra-Rare, es ist nochmal ein Albtraumpinguin. Okay. Albtraumpinguins sind, glaube ich, ganz gut. Fliegender Pinguin. Wisst ihr, an was mich dieser Typ hier erinnert? An Gremlin. An die Gremlins. Nicht an den Pinguin, aber an den Gremlin. So, komm, gib mir noch was. Gib mir noch was Geiles. Okay. Ein Mech-Oka. Ja, leck mich doch am Oka. Da hat mich letztens jemand unterrichtet, was Oka heißt. Was konnte dieser Pinguin? Alle offenen Wassermonster, die du kontrollierst, erhalten 200 ATK, wenn diese Karte aufgedeckt wird. Das heißt auch er selbst. Wobei das keine Rolle spielt, weil... Oh, warte mal. Wenn er aufgedeckt wird? Wenn diese aufgedeckt wird, okay. Ach so, wenn diese Karte aufgedeckt wird, wähle eine Karte, die dein Gegner kontrolliert, gibt das Ziel auf die Hand zurück. Das ist sehr heftig, Alter. Also, ne, es gibt ja Karten, die flippen und dann kannst du dem Gegner eine Karte auf die Hand zurückgeben. Diese Karte muss nur aufgedeckt werden. Es ist also, es gibt ja einen Unterschied zwischen Flip-Monster, weil die muss man selbst flippen, soweit ich weiß, und Effekten, die umdrehen. Und das heißt, wenn das Ding angegriffen wird und stirbt, kannst du ein Monster zurück auf die Hand geben. Du kannst es aber auch selbst drehen und ein Monster auf die Hand geben. Plus bekommen die ganzen Monster, die du auf dem Feld hast, noch einen Boost, wenn sie vom Wassertypen sind. Das ist also eine ziemlich gute Karte, dieser Pinguin. Und ich glaube, ich habe den jetzt schon dreimal. Ne? Weil ich habe den schon mal gezogen. Das ist interessant. Alright. Freunde, wir holen uns jetzt, noch einen Booster. Die Frage ist nur, von wo. Ich habe nämlich noch ein bisschen was aufgeladen. Ne, da können wir definitiv noch ein paar sehr, sehr gute Karten ziehen. Gerade weil wir ja resetten können in diesem Pack. Und ja, ich werde jetzt mal gucken, was wir uns denn so Schönes holen wollen. So Leute, ich weiß jetzt, was wir machen. Wir werden nicht dasselbe Booster öffnen für irgendwie 20 Booster für 6 Euro. Sondern wir werden zweimal Booster öffnen, und zwar einmal von Guardians of Rock und einmal von Lords of Shining, weil da habe ich in beiden Boostern noch Sachen, die ich noch nie gezogen habe, beziehungsweise noch nicht so oft gezogen habe, zum Beispiel Magier-Navigation. Falls ihr Dark Magician Decks spielen wollt, ist es eine mega coole Karte, oder Amulettdrachen-Gedöns oder die Triaden und so. Das sind alles so Archetypes, die ich noch nie gespielt habe, die mir halt gefehlt haben, weil ich sie nie gezogen habe. Und ja, ich glaube, wir investieren lieber zweimal in andere Decks, anstatt nur ins gleiche Booster für 20 Karten, weil da kann nur noch Cyber Dragon rauskommen und das ist eh nur mehr oder weniger eine chillige so eine Fun-Karte und nicht wirklich Meta oder so. Das einzige wäre Abyss, was wir noch nicht gezogen haben. Hier können wir noch relativ viel rausholen und direkt das erste Booster ist insane. So, wir haben Legende des Herzens. Wir haben Elefantstatue des Unglücks und wir haben den Triadenmeister. Uff, okay, das ist schon mal eine sehr gute Karte. Ich weiß nicht, ob ich hier resetten würde. Alleine wegen dem Triaden. Oh mein Gott, okay, jetzt rasten sie aber aus, ne? Vor allem noch in, hier glänzend. Kralle des Krithias. So, Alpha Elektromagnetkrieger. Wow, die beiden SR-Karten. Die beiden guten SR-Karten, glaube ich, ne? Ja, ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr. Hier gab es Secret Rare und Ultra Rare und dann gab es noch Prismatic, genau, so war das. Prismatic und Glossy. Ja, Alter, ich habe schon, ne, von Yu-Gi-Oh! Legacy of a Duel List zu Real-Life-Pack-Openings zu Legacy, zu Duel Links, da gibt es einige Unterschiede. So, nochmal eine Kralle, Brachialsense und so. Oh. Die Schriftzeichen sind immer ein Zeichen für ein... schlechte Karte. So, Elefantenstatue des Unglücks, ein Dogu und ein Triadenkönig, König Golem. Oh my goodness, schon wieder. Okay, mystischer Sand, sphärische Lady, glänzend.
Und Katapultzone. Okay. Dann haben wir Brachialsense Canyon und legendärer Ritter Timaeus. Rotäugiges schwarzes Drachenschwert. Exod Meister der Wache. Triamidenjäger. Und als letztes haben wir ein Auge des Timaeus, whatever. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier resetten sollen. Wir haben keine einzige der Ultra Rares gezogen, aber wir haben drei Secret Rares gezogen. Und eine davon ist sogar noch glossy. Ich würde einfach mal sagen, wir bestätigen. Komm, wir bestätigen. Passt schon. Kann man auf jeden Fall machen. Wir müssen nicht gamblen, wenn wir einen guten, ne, wenn wir gut gezogen haben. So, dann ballern wir hier noch raus, Freunde. Den Lords of Shining hat ebenfalls noch ein paar Sachen für mich. Und schon wieder fangen wir das Ganze an mit einem glänzenden Pack. Und das könnte was sein? Ist es Sirius? Das ist die einzige Synchro. Es ist Sirius. Alles klar. Alright, dann haben wir Nastin. Die habe ich auch noch nie gespielt, Alter. Urbellum. Der hätte es auch sein können, tatsächlich, aber... So. Gwalachwachala. Schalstaatze. Namen, die ich nicht aussprechen kann. Okay, Finstere Illusion, mystische Clown, verfluchte Ausrüstung. Ukobak. Tafelrunde und noch ein Nasten. Das könnten wir maybe resetten. Um ehrlich zu sein. Ich meine, wir haben den Sirius bekommen, aber Sirius habe ich schon zwei oder dreimal. Ja, ich glaube, das resetten wir, oder? Oh, okay. Ja, doch, das resetten wir auf jeden Fall. Ja, wir haben Sirius schon zweimal und ich hätte lieber nochmal so eine Fallenkarte bzw. den weißen Stein für... Braucht man den überhaupt noch? Ah, I don't know. Noch ein paar mehr Schal, Star, Scharach, Rat. Ihr wisst, was ich meine. So, heute machen wir fast nur Pack-Opening, ne? Den ganzen Part nur Cat-Opening. Pack-Opening. So, alright. Wir haben schon mal wieder so eine Zelle bekommen. Befallstopp. Urbellum. Amdusk. Oh, noch eine weitere solche Karte. Oh, das ist eine Ultra-Rare. Die Frage ist nur, welcher? Es ist der Stein. Ja! Gegambelt! Und das hat sich tatsächlich gelohnt, denn der Stein, den habe ich erst einmal und den braucht man definitiv ein paar Mal mehr. Na. Alright. Ich glaube, an der Stelle kann ich das Pack schon wieder resetten, weil ich den Stein optimalerweise dreimal bräuchte für ein Blue Ice Deck. Braucht man ihn überhaupt noch? Ist es am aktuellen Meter? Ich glaube schon, ne? I don't know. So, da haben wir nochmal was. Und Finsterlord Desire. So, wie sieht's jetzt aus? Wir haben eine UR bekommen. Wir haben Superbia nur einmal. Wir haben Desire dreimal. Luftritter, Motte. Ichel. Oh, den hier hätte ich noch gerne, ne? Den lichtverpflichteten Jäger. Ja. Der ist ganz gut. Okay, nee, wir resetten das Deck, was das Ding ist noch nicht. Denn ich hätte gerne noch eine dritte von dieser hier und noch einen zweiten davon. Und ja. Alright, Freunde, wir gehen ab in die Battles. Wir machen noch ein, zwei Matches. Freunde, wisst ihr, was das Positive ist an der ganzen Chose, dass wir jetzt wieder in der Silber-Elo rumpimmeln? Ich kann Decks spielen, die nicht komplett sind, die ich noch nie gespielt habe und die vielleicht nicht Top-Tier-Meta-Decks sind. Und das war ja eigentlich das, was uns so viel Spaß gemacht hat, oder? Heute spielen wir Marco Tsunami. Und ich habe noch nie... Hat Jaden Jubel? Was zum Teufel ist das? Ich habe mich gerade gewundert. Hä? Hat Jaden eine neue Musik bekommen? Aber das ist nicht Jaden Yuki, das ist Jaden Jubel.
Es gibt einen neuen Charakter? Das habe ich gar nicht mitbekommen. What the fuck? Okay, da muss ich dieses Event definitiv noch ein bisschen spielen, ne? Ja, wie gesagt, Mako Tsunami, keine Fähigkeit. Ich habe das Deck noch nie gespielt. Es ist unkomplett. Aber ja, machen wir einfach mal. Weil wir sind in der Silber-Elo und hier können wir wieder noobigere Decks spielen. Und ich glaube, das enjoyen wir noch viel mehr als diese ständigen, ja, wer die besseren Karten in der ersten Runde gezogen hat und keine Fehler macht, gewinnt. Naja, wisst Bescheid. Nixenrüstung. Wenn diese Karte als Normalspiel oder Spezialbeschwörung beschworen wird, kannst ein Wassermonster auf dem Friedhof abwerfen. Füge deiner Hand ein Wassermonster der Stufe 3 oder niedriger hinzu. Oder Stufe 3 von deinem Deck hinzu. Du kannst den Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Okay, dann machen wir das. Wir beschwören ihn. Ja, möchte ich tun. Und zwar müssen wir den hier abwerfen, ne? Du kannst drei andere... Okay, wir werfen den auf den Friedhof und holen uns mal die hier, weil die sehe ich die ganze Zeit. Ich hab keine Ahnung, ob das die bessere Karte ist. So, rüste nur ein Nixen-Monster-Rüstung mit... Rüste ein Nixen-Rüstung-Monster mit dieser Karte aus. Es erhält 800 ATK, wenn ein Falleneffekt aufgelöst wird, der auf den Spielfeldseite des Gegners aktiviert wurde, aktiviere den Effekt und lege diese Karte auf den Friedhof. Okay, ich kann ihn sowieso nicht angreifen. Und daher beenden wir einfach mal den Zug. Wenn ein Monster des Gegners einen Angriff deklariert, zerstöre das Monster mit in Angriffsposition mit den höchsten ATK, das den Gegner kontrolliert. Okay, sehr schön. Also wir haben tatsächlich Backrow. Alter, Jaden Jubel. What the hell? Feuerformation Tensu. Aha. Ha. Okay, ich verliere auf jeden Fall meinen Nixon-Monster. Ich hätte vielleicht ausrüsten sollen. Weil die, ja, wobei die hat auch 1400. Die killt das Ding auf jeden Fall, ne? Ja, wir nehmen 300 Damage, das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Gladiator-Ungeheuer Laquari. Das ist ja mal interessant. Okay. Er hat angegriffen und sein Monster ist jetzt zurück ins Deck gegangen, ne? Weil ich habe was Mission gesehen. Dafür bekommt er jetzt ein anderes Monster aus seinem Deck raus. In Verteidigungsposition dieser Fels. Das ist ja mal interessant. Okay. Rüste nur ein Nixen-Monster-Rüstung mit dieser Karte aus. Es hält 800 ATK, wenn ein Zaubereffekt ausgelöst wird. Oh, das ist das Umgekehrte. Oh, wow. Okay. Überlebe ich die nächste Runde? Ich hätte so gerne den hier damit ausgerüstet. Aber komm, die hat nur 200 ATK weniger. Wir machen jetzt hier draus keinen Lyris, ne? Wir gehen einfach rein, Alter. Wir gehen einfach rein. So, zack. 3000 ATK. Lol, wie dumm ist das denn? Falls diese Karte auf dem Friedhof abgeworfen wird, du kannst ein Nixen-Rüstung-Monster in deinem Friedhof wählen, außer beschwöre das gewählte Ziel. Du kannst diesen Effekt nur einmal... Oh, okay. Ich hätte tatsächlich den anderen einfach holen können, ne? Indem ich... Ich hätte den anderen holen... Ich hätte den hier holen können! Oder? Oh nein! Oh, ich hätte es abwerfen können. Oh, ich hätte tatsächlich das andere Ding da holen können. Yo, okay. Und warum gibt er jetzt auf? Okay. Interesting. So, wir bekommen eine Fähigkeit. Starte das Duell mit Umi auf dem Feld. Ja, moin. Ja, moinsen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir Umi, was uns noch ein bisschen hilft. Was uns noch ein bisschen in die Karten spielt. Na, wisst Bescheid. Ah, Leute, cool. Ich freue mich, neue Decks herauszufinden und zu testen und zu verbessern und, ne? Wieder langsam in die ganze Geschichte reinzukommen. So. Ja, das war wirklich eine Geschichte, ne? In Legendary hast du wirklich nur noch Leute, die halt einfach super, super gut sind. Und wenn du sowas spielst wie das hier, dann, naja, kannst du dich eigentlich schon begraben gehen. Aber okay, also fühle ich. Das krasseste Monster müsste Abyss Megalo sein. Ich weiß nicht, was er macht.
Scheinbar tun die einfach Monster auf dem Friedhof. Und dann kann man sie Special summonen vom Friedhof und dann equippen. Ich glaube so, das ist die Mechanik hinter dem Deck. Maybe. Ihr dürft mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendwie noch was ins Deck reinhauen oder rausnehmen bzw. ergänzen soll, korrigieren und wie man das Deck spielt. So, der Nando. Zweiter Silberrang und noch nie competitive gespielt. So, jetzt spielen wir gegen Jaden Yuki. Nicht Jaden Jubel, sondern Jaden Yuki. So, wir kommen in die Gold-Elo, wenn wir gewinnen tatsächlich. Wir sind on fire. Und aktivieren die mystischen Tiefen. So, da kommt Umi. Umi hilft uns auf jeden Fall. Und wir sind als Zweites. Das ist sehr gut. Wir haben schon mal einen Booster. Wir haben potenziell können wir auf dem Friedhof werfen und was Special summonen. Wenn wir jetzt noch irgendwas ziehen, was richtig nice ist, Alter, dann läuft. Wir kriegen 1600 plus 800. Sind wir bei 2400. Was? Wie viele Karten hat der Typ im Deck, Alter? 30? Ja, straight 30 Karten, ne? Okay. Na gut. Ja. Okay. Ich setze mal die Feindkontrolle, weil wir die mit der lustigen Shenanigans machen könnten. Aktiviere die Abyss-Schuppe. Einfach um irgendwelche Zauber maybe zu preventen. Die andere behalte ich. Oh, er hat einen Wildheart, der Fallenkarten komplett ignoriert oder annulliert. Interesting. Was könnte das für ein lustiges Deck sein? Ist es ein, ey, ich gehe mit Wildheart rein und rüste einfach 50.000 Zauberkarten aus, oder? Uff, Bruder, uff. Okay, ja, das wird jetzt hässlich. Ich meine, was macht er? Er hat ein Elementarheld-Deck. Er hat straight ein Elementarheld-Deck. Das ist ja mal interessant. Huh. Was macht er eigentlich, der Junge? Du kannst zwei andere Wassermonster auf dem Friedhof werfen. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Wenn du dies tust, du kannst eine Hand Abyss-Zauber-Fallenkarte von deinem Deck hinzufügen. Du kannst ein anderes Wassermonster in offener Angriffsposition Tribut anbieten. Diese Karte kann in dem Spielzug einen zweiten Angriff durchführen. Holy shit, okay. So, das wird annulliert. Aber jetzt sind wir auch wieder auf 1600. Greift er mich an? Er greift mich an. Okay. Die beiden brauche ich, denn ich möchte tributen. Ich weiß nicht, was abwerfen heißt. Heißt abwerfen von der Hand? Wegschmeißen? Weil ich kann nie einen Effekt aktivieren. Ne? Wenn diese Karte als normale oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Wassermonster auf dem Friedhof abwerfen und dann ein Wassermonster auf der Stufe 3 oder niedriger in deinem Friedhof wählen. Ich kann jetzt quasi specialen, theoretisch. Dann kann ich das hier abwerfen. Ne, das hier kann ich abwerfen, weil man wirft von der Hand ab. Und mit dem... Ne, dem müsste ich auf der Hand haben. Es ist super strange, Alter. Egal, wir gehen einfach für den Kill. Naja, nicht in dieser Runde, weil... Ne. So, aktivieren das hier. Ja, und in der nächsten Runde kann ich zweimal angreifen und dann ist Sense, meine Freunde. Kann keine Zauber aktivieren, wir sind verstärkt durch Umi. Hervorragendes Ziehen aktiviert er mit Jaden Yuki. Du kannst deiner Hand eine Abyss... Warte mal, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Nur wenn sie spezial beschworen wird, kann ich die Abyss-Karte aus dem Deck holen. Okay, aber wir haben sowieso eine Abyss-Karte schon. Das passt also, ist okay.
Guppy. Mach schon, du Flunder. Nein, nein, don't disconnect. Please don't. Please don't. Nein. Come on. Don't disconnect on me. Don't be that serious. Es ist Silber-Elo. Wir sind in der Silber-Elo, Bruder. No, und du brauchst nicht disconnecten. Wir können hier machen, was wir wollen. Okay. Er hatte nur schlechte Verbindung. Topf der... Das ist seine Fähigkeit. Ja, Logo. Ich dachte gerade, hä, seit wann gibt's Topf der Gier in Duel Links, Alter? Okay. Ja, haben wir einfach annulliert, ne? Haben wir einfach annulliert. Geht in den Battle Mode, Battle Phase, ohne dass er Monster hat. Das ist natürlich sehr gut. So, nächsten Rüstung Aqua Abyssschalen. Ja, dann Normal Summon ich das jetzt. Ich kann den hier abwerfen. Und kann die hier specialen? Nee, auf die Hand zurückholen. Warum genau soll ich die auf die Hand zurückholen? Es ist so strange. Okay, wir machen das. Zerstören das. Und jetzt können wir einfach zweimal angreifen. Aber das brauchen wir nicht, weil er keine Backrow hat und uns nicht aufhalten konnte. Okay, also interessant, interessant. Natürlich, wie gesagt, das Deck ist nicht komplett. Ihr seht, es ist super slow. Mit einem guten Deck würde man dieses Deck wahrscheinlich in der ersten Runde zerstören. Aber es gibt neuen Support für nächsten Rüstung im neuesten Booster. Und vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Tipp, wie wir dieses Deck noch ein bisschen besser machen können. Freunde, das war's aber wieder für diesen Part von Yu-Gi-Oh! Duel Links. Guckt im Schlingel-Merch-Shop vorbei auf 3D Supply für cooles Merch, Freunde. Und lasst einen Daumen da, wenn euch das Projekt immer noch gefällt. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dankeschön fürs dabei sein und haut rein. Euer Sefi.